Willkommen bei Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Nachdem der September ja relativ kühl war, hat der Oktober aber jetzt noch mal richtig aufgedreht. Die Temperaturen in Deutschland lagen bisher über dem langjährigen Mittelwert. Und der Oktober ist ja noch nicht zu Ende. Im Norden sind es so 1 bis 2 Grad, im Süden sogar 2 bis 4 Grad. Wie kommt das zustande? Wir haben es derzeit mit einer ziemlich eingefahrenen Wetterlage zu tun, die uns immer wieder relativ warme, zum Teil aber auch feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum bringt. Käme die Luft aus dem Norden, wäre es schon deutlich kühler. Das schauen wir uns jetzt an der Wetterlage noch mal etwas genauer an. Als erstes sehen wir hier das Satellitenbild von heute. Ein Tief, das sich vor der Iberischen Halbinsel eingekringelt hat. Übrigens ein ganz eindrucksvolles Wolkenbild. Das ist die Wetterlage heute Samstag. Und wenn wir uns die Wetterlage für nächste Woche Dienstag anschauen, das ist die Luftströmung in 5000 Metern Höhe, dann liegen wir immer noch in einer Süd- bis Südwestströmung, die uns weiterhin mit milder Luft versorgt. Diese Tiefs bleiben allerdings nicht konstant an Ort und Stelle liegen, kommen mal näher oder entfernen sich wieder etwas. Und dadurch bekommen wir nicht nur Sonne, sondern mal mehr, mal weniger Wolken und auch mal Regen oder Gewitter. Und dabei ist die Temperatur relativ einheitlich an allen Tagen. So zwischen 16, 17 Grad und 20 bis 22 in der Süd- und Vorderpfalz. Morgen Sonntag zunächst einige Nebelfelder, aber trocken. Ab mittags kann es von Westen ab und zu Schauer geben, vereinzelt auch Gewitter, gelegentlich mit Starkregen und der Wind im Bergland mit kräftigen Böen. Und wenn wir uns die nächsten beiden Tage anschauen, da sieht es nicht viel anders aus. Immer ab und zu mal kräftige Regenschauer dazwischen, aber eben auch Sonne, aber eben nicht nur Sonne. Es bleibt allerdings warm. Für diese Jahreszeit eigentlich noch mal ganz schönes Wetter mit Tagestemperaturen, die 4 bis 6 Grad höher liegen als normal. Da fragt man sich, ob sich denn der Organismus jetzt wieder auf Sommerwetter einstellen muss. Ja, liebe Inge, das stimmt. Eine Patientin hat es die Woche auf den Punkt gebracht. Jetzt hat ich muss, glaube ich, die Sommersachen wieder auspacken, aus dem Schrank rauspacken, und weil es eben nicht so warm ist. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich nicht schlimm. Muss man jetzt nicht denken, dass da der Kreislauf gleich leidet. Man muss sich halt nur entsprechend anziehen und sich freuen, dass jetzt einfach nochmal das Thermometer über 20 Grad hochgeht. Aber der Wechsel mit nachts und so, der ist schon da, und da gibt es ein Krankheitsbild, das ist nicht schlimm, aber das gibt es zurzeit häufig, nämlich der Schnupfen. Ja? Und damit aus dem Schnupfen nicht mehr wird, hier einige Tipps. Das geht um das Schneuzen. Ja? Normalerweise ist es ja so, dass das Schneuzen etwas ist, was wir dazugelernt haben. Gedacht ist das anders, nämlich die Flimmer herrschen in der Nase, die schlagen in die Richtung, also hin zur Speiseröhre. Das heißt, der Schleim, der da ist, der wird hochgezogen, kein schönes Geräusch, ich weiß, und dann runtergeschluckt in den Magen. Dort wird von der Magensäure, werden auch die Krankheitserreger abgetötet. Da das nicht gesellschaftsfähig ist, putzen wir heute die Nase, nehmen Tempotaschentücher, nach einmal benutzen, werfen wir die weg, es ist okay. Aber man sollte eben nicht trompetenartig schneuzen, ja, weil dann geht der Druck nicht nur nach außen, der Schleim kommt nicht nur raus, sondern er wird auch hochgedrückt in die Nasennebenhöhlen, und dort finden die Krankheitserreger ein wunderbares Klima vor und können sich dort dann auch vermehren. Also wenn Schneuzen, dann ganz vorsichtig ein Nasenloch nach dem anderen auspusten. Das hört man nicht. Ja? Dann ist auch, entsteht auch nicht dieser Druck. Borken oder Popel, sage ich jetzt mal, bitte nicht mit dem Finger da reingehen, auch wenn es noch so verführerisch ist. An der roten Ampel muss man sich mal umdrehen, da sieht man diese Menschen, die dann ganz gerne mal in der Nase bohren. Ist nicht gut. Warum? Durch den Fingernagel wird oft die Schleimhaut zerstört. Es gibt ganz böses Nasenbluten. Was kann man tun? Man kann die Borken lösen mit einer Salzlösung, mit Salznasentropfen oder mit Salznasenspray.
Salbe, die man abends reinmacht, vor dem Schlafengehen, sodass sich das löst. Und dann kann man es auch ganz, ganz vorsichtig auspusten. Also das Wetter ist toll. Freuen Sie sich drauf. Nochmal die Sommerklamotten kann man nochmal anziehen. Und es wird garantiert auch wieder kälter werden. Es ist auch nachts schon natürlich trotzdem kälter als im Sommer. Es regnet, sodass da schon leichten Schnupfen entstehen kann. Und beim Schnupfen richtiges Verhalten, Salzlösung inhalieren, Salznasensalbe, Salznasentropfen und eben das richtige, ganz vorsichtige Auspusten, ein Nasenloch nach dem anderen. Das Schneuzen sollte man nicht hören und schon gar nicht soll es klingen wie eine Trompete. In diesem Sinne, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Tschüss.